Artikelnummer SCP-016, Objektklasse Keter, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-016 muss zu allen Zeiten in dem designierten Raum mit den Maßen von 5x5x5 Metern verwahrt werden. Die Raumtemperatur darf niemals über 0 Grad Celsius steigen. Sofern nicht durch Level 4 oder O5 Personal angeordnet, muss SCP-016 in seiner Petrischale in diesem Verwahrkubus verbleiben. Eine vollständige Dokumentation und Beschreibung von Experimenten mit SCP-016 muss vor und nach der Entnahme von Proben und Duplikaten von SCP-016 eingereicht werden. Die Nichtbeachtung dieses Verfahrens führt zur Kündigung oder Degradierung zur D-Klasse. Nur autorisiertem Personal ist es gestattet, Proben von SCP-016 unter Einhaltung der BCL5 Eindämmungsverordnung zu entnehmen und damit zu experimentieren. Tritt trotz der Einhaltung der oben genannten Verfahren ein Ausbruch ein, muss das leitende Personal der Basis eine Code-Sigma-Abschottung einleiten und einen Eindämmungsplan implementieren. Infiziertes Personal ist vor Ort durch Sicherheitskräfte, welche mit einer Standard-MOPP-Antibiologie- und Antichemikalienausrüstung ausgerüstet sind, zu terminieren. Sollte die Infektion nach 48 Stunden nicht eingedämmt worden sein, ist der standorteigene Nuklearsprengkopf zu detonieren. Unter keinen Umständen darf Personal evakuiert werden. Es hat sich gezeigt, dass SCP-016 bis zu 6 Stunden auf harten Oberflächen und bis zu mehreren Minuten in der Luft überleben kann. Hochintensives ultraviolettes Licht und hohe Konzentrationen von Ortho-Phthalaldehyd-Lösung haben sich als wirksam bei der Desinfektion anorganischer Oberflächen erwiesen. Beschreibung: Bei SCP-016 handelt es sich um einen durch Blut übertragbaren Krankheitserreger, der bei einem Minenarbeiter in isoliert werden konnte, der sich bei Arbeiten an einem tiefliegenden Kohleflöz verletzt hatte. Die Wunde war mit Kohlestaub verunreinigt, welcher den Arbeiter möglicherweise mit inaktiven Sporen infiziert hatte. In den folgenden Tagen infizierte SCP-016 alle anderen Arbeiter im Bergwerk sowie das entsandte Notfallteam des CDC, welches zur Bekämpfung der sich ausbreitenden Epidemie vor Ort war. Die Foundation übernahm daraufhin die Untersuchung und terminierte alle infizierten Personen. Patient 0 wurde in Verwahrung genommen und der Minenschacht durch eine Sprengladung zum Einsturz gebracht. SCP-016 hat eine Inkubationszeit zwischen 24 Stunden und bis zu 2 Jahren, ganz abhängig von der Anwesenheit und Anzahl anderer menschlicher Wirte in der Umgebung. Die ersten Symptome ähneln einer Erkältung und beinhalten juckende Augen, eine laufende Nase, Husten und Gliederschmerzen. Das zweite Stadium beginnt innerhalb von 48 Stunden und besteht aus einer kontrollierten Form von hämorrhagischem Fieber. Es sammelt sich eine kleine Menge Blut in der Lunge des Organismus und sorgt so für einen Aerosoleffekt. Im dritten Stadium der Erkrankung kollabiert schließlich der Wirt und verblutet. Er blutet dabei stark aus jeder Körperöffnung, Nase, Tränenkanäle, Anus, Hautporen, Mund, Harnröhre und bei Frauen Scheide. Der Blutdruck schießt in der Endphase in die Höhe. Es konnte beobachtet werden, dass manche Wirte bei explosionsartigem Erbrechen vom Blut eine Entfernung von über 5 Metern erreichten. Sollte der Wirt diese fast vollständige Desanguination überleben, fällt der Erreger wieder in seinen inaktiven Zustand und fällt in die Inkubationsphase zurück. Was SCP-016 von anderen hämorrhagischen Fieberarten wie Ebola und Marburg unterscheidet, ist die ungewöhnliche Reaktion auf starken Stress. Sollte das Subjekt einer Hochstresssituation, zum Beispiel einer lebensbedrohlichen Situation, ausgesetzt sein, ändert der Organismus seine Überlebensstrategie von einer beschleunigten Reproduktion zur Umschreibung der DNS des Wirts, um eine Stimulation von beschleunigter Zellteilung zu bewirken. Innerhalb der ersten 24 Stunden treten große physiologische Veränderungen beim Wirt auf, wobei eine vollständige körperliche Rekonstruktion innerhalb von 2 Wochen stattfindet. Die meisten Wirte überleben diesen Prozess aufgrund der hohen Anforderungen an den Körper nicht. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit bei der Produktion überschüssiger Organe wird eine mögliche Verbindung mit SCP-1801 untersucht. Ein interessanter Nebeneffekt der Transformation ist ein erhöhtes aggressives Verhalten. Es wird angenommen, dass dies ein Versuch sein könnte, die Ausbreitung des Virus in ähnlicher Weise wie bei der Tollwut zu maximieren. Anzumerken ist, dass Objekte, die eine solche körperliche Transformation unterlaufen haben, scheinbar nicht mehr die hämorrhagischen Eigenschaften von SCP-016 zeigen. Subjekte, die von transformierten Wirten infiziert wurden, zeigen jedoch den normalen Infektionsverlauf von SCP-016. Anhang: Versuchsprotokoll der transformativen Eigenschaften von SCP-016. Subjekt D-016-1. D-Klasse-Mitarbeiter infiziert mit SCP-016. Beim ersten Auftreten von Symptomen wurde das Quartier der Versuchsperson über einen Zeitraum von 24 Stunden langsam mit Wasser geflutet. SCP-016 mutierte in einen teratomorphen Zustand und verwandelte die Lunge des Probanden in Kiem. Das Subjekt überlebte noch 2 Wochen, während SCP-016 seine Gliedmaßen in Flossen verwandelte. Seine Augen verkümmerten und sein Gehör wurde um eine wahlartige Echolokationsfähigkeit erweitert. Das Subjekt wurde terminiert, indem das gesamte Wasser aus seinem Quartier abgelassen wurde, wodurch es erstickte. Der Körper wurde anschließend ohne Autopsie eingeäschert. Subjekt D-016-2. D-Klasse-Mitarbeiter infiziert mit SCP-016.
Beim ersten Auftreten von Symptomen wurde das Quartier der Versuchsperson über einen Zeitraum von 24 Stunden langsam mit Wasser geflutet. SCP-016 mutierte in einen teratomorphen Zustand und verursachte schnelles Muskelwachstum und ein erhöhtes Knochenwachstum an den Knöcheln. Das Subjekt versuchte dann, durch Schläge gegen die verstärkte Stahltür aus der Gefangenschaft zu entkommen. Das Subjekt war nicht erfolgreich und starb durch Ertrinken. Notiz: Gleiche Situation, zwei unterschiedliche Antworten. Sehr interessant. Dr. Subjekt D016-3. D-Klasse-Mitarbeiter infiziert mit SCP-016. Subjekt war zuvor ein Chemieingenieur, der seine Frau vergiftet hat, nachdem er ihren Ehebruch entdeckt hatte. Beim ersten Auftreten von Symptomen wurde das Quartier der Versuchsperson über einen Zeitraum von 24 Stunden langsam mit Wasser geflutet. SCP-016 mutierte in einen teratomorphen Zustand, was dazu führte, dass ein ungewöhnliches Organ auf der Brust des Subjekts entstand, welches aus einer Kammer und zwei separaten Röhren bestand. Das Organ nahm Wasser auf und schwoll an, bis Foundation-Mitarbeiter erkannten, was SCP-016 versuchte. Das Subjekt wurde mit einem Schuss terminiert. Es wurde festgestellt, dass das Organ mehrere Gassäcke enthielt, die mit Acetylengas und Sauerstoff gefüllt waren. Subjekt D016-4. D-Klasse-Mitarbeiter infiziert mit SCP-016. Das Subjekt wurde aufgefordert, sich auf Ausbildung von Flügeln zu konzentrieren. Er wurde dabei keinem Stress ausgesetzt. SCP-016 mutierte nicht in einen teratomorphen Zustand. Das Subjekt starb an Desanguination im dritten Stadium. Subjekt D016-5. D-Klasse-Mitarbeiter infiziert mit SCP-016. Das Subjekt wurde aufgefordert, sich auf die Ausbildung von Flügeln zu konzentrieren und in einer Acrylbox untergebracht, die 305 Meter über einem Minenschacht schwebte. Ein Timer wurde außerhalb des Kastens platziert. Der Person wurde mitgeteilt, dass dieser die Zeit bis zum Fall angab. SCP-016 mutierte in einen teratomorphen Zustand und ließ das Subjekt ein tentakelähnliches Organ an seinem linken Handgelenk wachsen, das den Spinnendüsen einer Spinne ähnelte. Subjekt verlängerte das Organ durch eins der Luftlöcher der Box und extruierte eine starke, seidenartige Substanz, mit der es dann die Box am Haltekabel befestigte. Das Subjekt wurde terminiert, als der Countdown bei 0 ankam und die Bombe explodierte.